Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lenz TV und unser SK Sturm hat es zusammengebracht. 0:1 verloren daheim gegen den SKN St. Pölten. Das dritte Spiel gegen die Niederösterreicher, das man nicht gewinnen kann. Das dritte Spiel, in dem man gegen St. Pölten kein Tor schießt. Und es war eine von Anfang bis Ende schwache Leistung unserer Blackies. Ohne Wenn und Aber. Der Beginn, okay, die ersten paar Minuten nicht wirklich aussagekräftig. Die erste gute Chance für Sturm, ich glaube die Schlemer aus kurzer Distanz, wo eben der St. Pöltener Schlussmann gut parieren kann. Aber danach kam relativ wenig. St. Pölten, was ich mitbekommen habe, 4 Chancen in der ersten Halbzeit, die man wirklich als gefährlich bedeuten kann. Die gefährlichste, ich glaube, von Park, der koreanische Stürmer von St. Pölten, Minute 25, der relativ frei stehend vor Siebenhandel eigentlich nur mehr einschießen muss. Und Siebenhandel mit einer geistesgegenwärtigen guten Reaktion, der den Ball dann eben festhalten kann und das 0:1 verhindert. Von Sturm im ersten Durchgang sehr, sehr wenig. Ich persönlich war von der ersten Halbzeit schon ziemlich enttäuscht und im zweiten Durchgang ja, wurde es jetzt nur minimal besser. Sturm zwar bemühter definitiv in Richtung Tor etwas zu kreieren, aber die Ideen fehlten und auch von der Spielanlage war das Ganze für meine Begriffe, meine persönliche Meinung etwas zu feige sogar. Also da hat man schon gemerkt, in erster Linie geht es darum, hinten die Null eben stehen zu lassen, beziehungsweise kein Gegentor zuzulassen. Und nach vorne, da fehlt es einfach an der Kreativität. Natürlich fehlt dann Peter Schul, aber für meine Begriffe darf das keine Ausrede sein. Der zweite Durchgang eigentlich auch nicht wirklich zum Ansehen. Unsere Blackies, ja, zwar mit Versuchen, mit Bemühen, das ist maximal eine 4- für mich, aber es gab von meiner Seite aus keine vernünftigen Torchancen. Lubitsch einmal, glaube ich, war es aus der zweiten Reihe, Minute 52. Und ansonsten, gerade in der Schlussphase, immer wieder die St. Pöltener. So ab Minute 80, unsere Jungs da defensiv auch nachlässiger. St. Pölten hat dann wirklich 2, 3 gute Möglichkeiten, wo unsere Blackies schon Glück haben, das 0:1 nicht zu fressen. Und wie geht das Ganze aus? Natürlich, man frisst das scheiß Gegentor trotzdem. 86. Minute, der St. Pöltener Bajic, keine Ahnung, wie der Name des Spielers ist, bekommt den Ball auf halblinks, relativ frei serviert, spielt, glaube ich, 2 unserer unserer Abwehrspieler aus, also 2 der verteidigenden Spieler von unseren Blackies und ja, schiebt den dann schön, muss man sagen, ins kurze Eck. Ich glaube nicht, dass Siebenhandel da was dafür konnte, auf jeden Fall. Ja, war es eben ein selten dämliches Gegentor zu so einem Zeitpunkt, zumindest das 0:0 hätte man wenigstens halten müssen, das hat man auch nicht geschafft und so eben, ja, hat man St. Pölten, glaube ich, noch 1, 2 Halbchancen in den letzten Minuten gelassen, beziehungsweise in der Nachspielzeit. Man hat natürlich versucht, alles nach vorne zu werfen, aber das war heute gerade bei der Kreativität ganz, ganz schwach und deswegen bin ich heute auch wirklich nur enttäuscht. Man hat wirklich die große Chance ausgelassen, in der Meistergruppe gleich mal mit 3 Punkten zu starten. Hat für meine Begriffe viel zu defensiv und zu vorsichtig agiert. Da wurde einfach zu viel Wert auf die Defensive gelegt und in der Offensive, ja, da muss man sich schleunigst was einfallen lassen. Bezeichnend für Spiel Grozurek die Solospitze, obwohl man ein Hosiner, ein Pink, eine See natürlich auch gehabt hätte, die allerdings, ja, die reingekommen sind, also es sehen in diesem Fall nur von den genannten 3 auch nicht viel zustande gebracht haben. Von dem her, heute ist es traurig, heute ist es ärgerlich. Ich bin genervt, ich fahre nach Hause und ich hoffe natürlich, dass nächste Woche gegen die Wiener Austria das Ganze ja nur besser werden kann. Da glaube ich auch, wird es ein anderes Spiel geben unserer Blackies, denn man hat den großen Druck jetzt erstmal nicht mehr. Dafür hat man gesorgt nach der heutigen Partie. Und ja, gegen die Austria wird es definitiv auswärts mehr Räume geben als zu Hause gegen St. Pölten. Ranko Popovic, an der Stelle noch Gratulation zum Auswärtssieg. Und ja, von dem her hilft es leider nichts. Wir sind selber schuld und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach bis zum nächsten Mal hier bei den Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.